Dann kommen wir jetzt nun zu E04. Kugeln am laufenden Band. In Böckskogel. Oh, Böckskogel? Bring die Achterkugel zum Ziel. Mit einer Sniper oder einem Splatling. Splatling könnte böse werden in der Splatoon 2 Octo Expansion, aber mal schauen. Vielleicht klappt's auch gut. Sniper. Punkte. Gimme Punkte. Yay. Langsam sei vorsichtig, wenn du in die Kurve über das Schnalzband rollst. Oh ja. Wow. Fabelhaft. Ah, die Kugel steht da sogar drauf auf dem Ding. Haha. Sehr schön. Bisschen vorsichtig. Checkpoint. Ah, ich sehe schon. Wir können hier volle Kanne geben. Die bleibt ja sowieso liegen. Lauf. So, Checkpoint. Sehr gut. Zieh genau auf die Mitte der Kugel. Was? Mitte der Kugel? Niemals. Oh. Hä, das war krass. Hm? Okay. Das könnte doof werden, wenn ich jetzt sie angreife. Wa? Vielleicht oder auch nicht, weil das Schnalzband könnte sie eventuell wegschleudern, aber ich gehe auch nochmal sicher. Erstmal schauen, wie weit schießt du denn? Ah ja, genau. Dachte ich mir so halbwegs. Nein, 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 nein! Crap. Blöde Kugel! Stirb! Rausgefallen. So was Doofes aber auch. Aber anscheinend muss es doch so funktionieren. So, dann schieben wir dich in die Mitte. Denn anscheinend muss ich dich ja wirklich anscheinend, ja, so doof es klingt, rüber schnalzen lassen. Ja, funktioniert. Cool. Krasser Mist. So, ich gehe schon mal nach oben. Leider nicht runterfallen. Ho, 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 ho. Ah, wir haben sogar eine Rückfahrkarte, wenn wir es bräuchten. Haben sie wirklich gut dran gedacht, das alles einzubauen. So, hier mal ein Checkpoint. Kann nur aktiviert werden, wenn wir die Kugel haben. Okay. Kommst du bitte her? Dankeschön. Ah, okay. Ja, finde ich auch okay. Es geht vollends ins Ordnung, ja. Ins Ordnung, in Ordnung. Roll. Roll. Aha. Auf dem Weg an der Seite müsstest du weiterkommen. Ja, nimm mal den Weg hier. Die Kugel rollt ja eh unendlich, weil sie das Schnalzband die ganze Zeit aufhält. Ist okay. Ich musste nur noch hier oben hin. Und einmal das Band hier ausrollen. Nein! Ich stand so weit unten. Na los. Das kriegen wir doch hin. Mit dieser super chilligen Musik. Das ist ein Witz, oder? Es war doof. Ah. Ja, mal schade aber auch. Das ist echt. Ich finde die Level gut. Ich finde die Level echt mega genial. Aber manchmal geht die einmal echt auf den Sack.
und denken, hey, diese kleine Kleinigkeit, ja, die du da machst, die reicht doch nicht aus. Nein. Oh. Aua. Ich bin auch doof. Ich brauche mehr Schwung dafür. Meine Sniper reicht da nicht. So wie es aussieht. Meine kleine Sniper reicht da nicht für. Und ihr euch alle so am Kopf geschlagen. Oh mein Gott, Gebirges, was machst du da? Ich hab aber jetzt gechittert. Wie damals. Hörsch. Ich hab nicht genau gesehen, was er gesagt hat im zweiten Teil, aber... Oh, Himmels Willen. Das sind eine Menge Teile, meine Herren. Die müssen damals wahrscheinlich im Playtest echt hart abgegangen sein. Also übelst geleckt haben. Sag bloß, ich muss sie eigenständig nach vorne ballern. Oh mein Gott. Jetzt musst du nur ans Ziel. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man hier einfach wieder zurück. Hey, ich bin eine Kugel. Haha. Büchskogel. Ausgebüxt. Oh Mann. Das war schon relativ okay. Das war relativ okay. Kommen wir nun zu, hier geht's rund. Schwenkheim. Nutze die Drehschalter, um sie ans Ziel zu bekommen. Was, um ans Ziel zu kommen? Okay. Das kriegen wir hin. Ich bin mal gespannt, wann in der Octo-Expansion Marina wieder ein bisschen was sagt. Und wegen neuer Chat und so. Die fand ich sehr interessant bisher. Estra-Tinnenwerfer und Klecksbombe. Oh, was bist denn du da voll für ein krasses Karussell-Ding, ey. Dann. Der Eldrad-Tintenwerfer ist eine semi-automatische Waffe. Man muss sie selber wirklich aktivieren, damit sie schießt. Zum Leibwesen einiger Leute. Die mögen sowas teilweise nicht. Oh, muss man ganz schön viel drehen dafür, wa? Kannst du auch aufzudrehen? Nein. Ah, okay. Ich merke schon, ich muss selber so weit drehen, dass ich da drauf komme. Ist wie das andere Level. Mit denen. Hey, du musst und musst und musst. Sehr schön. Die mögen solche Waffen ehrlich nicht. Aha, das war knapp. Denn sowas bedarf ein wenig an Skill. Ja. Also. Wirklich das drücken müssen. Bedarf ein wenig an Skill. Im rechten Zeitpunkt, anstatt Dauerfeuer. Das mögen Leute nicht. Ah, Rüstung. Cool. Ich bin ein Space Marine. Ah, das ist die Plattform da oben. Alles klar. Die brauche ich wahrscheinlich ein bisschen später, ja, so wie es aussieht. Denn erstmal muss ich auf jeden Fall darüber. Es sei denn, muss ich so weit schießen, wie es geht. Und dann schnell hier hoch. Aber nein, das kann es nicht sein. Das will ich nicht schaffen. Aber so... Oh, ich dachte, da war was. So gewagt der auch ist, der L3-Tintenwerfer. Oder der S3, SE, was auch immer. Der hat eigentlich ziemliche Power, ja. Sieht man ja, der killt hier diese Dinger mit so 2-3 Treffern. Und ist schon ziemlich heftig. So. Ah. Alles klar, ich sehe schon. Ich muss auf die warten, dass sie den aktiviert für mich. Haha. Ach ja, und dann muss ich nochmal zurückdrehen. Nein, auf damit.
Es sei denn, deswegen der trifft da hinten dran. Ne, trifft nicht. Sehr schön. Schilde. Dreht euch. Voll gut. Bis dann, ihr Bösewichte. Oh yeah. Da sind sie gerade alle weg. So, stellen sie einfach mal hier oben drauf und schießen von hier oben runter. Von diesem T. Gut. Und dann geht's weiter. Drehschalter bewirkt die Plattform da oben. Okay. Wir müssen auf die Seite da oben drauf, definitiv. Und wir müssen schnell machen, denn wir haben ein wenig Zeit, um da hochzukommen. Und das zu aktivieren. Damit wird da hochkommen. Oh nein, 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 nein. Oh. Ah, Secrets. Meine Fischies. Meine Fischeier. Yay. Schnell, 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 schnell. Hoch, 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 hoch. Hoch und ans Ziel. Raus hier. Oh, das war ganz schön knapp. Da, ba, ba, Schwenkheim. Läuft. Sehr schön. Damit haben wir einen neuen Eintrag im Chatlog. Schau rein, wenn du Zeit hast. Cool. Haben wir dann E02 da drin, das einen Gende Dingsbums in Depot A. Alles klar. Schauen wir zunächst mal in den Chatraum rein. Ich gehe jetzt. Du hast wieder die Feststelltaste drin, Opi. Ich gehe jetzt. Hey, du hast sie gefunden. Marina kommt rein. Na, was läuft, Perla? Ich versuche, einem alten Tintenfisch neue Tricks beizubringen. Opi hat bis eben nur noch in Großbuchstaben getippt. Ich glaube, du hast ein Talent dafür, Leuten Dinge beizubringen. Wer, ich? Wie mache ich diese Noten? Drück auf das lachende Gesicht, um die Emojis anzuzeigen. Da musst du die dann irgendwo finden. Weißt du noch, als ich gerade an die Oberfläche gekommen war? Ich konnte die Inkling-Sprache so gut wie gar nicht. Aber du hast mir alles beigebracht, Perla. Ist Marina hier aus der Tiefseebahn entkommen? Nie im Leben. Ha. Huh. Oh ja, das weiß ich noch. Du hast nur eine Handvoll Worte gekannt, als wir uns beide auf dem Berg Krakus das erste Mal begegnet sind. Oh. Oh. Yeah. Ich bin eine Woche lang jeden Tag dorthin, habe auf dich gewartet. Ja, wir haben gerade ein paar Sprechübungen zum Aufwärmen gemacht. Und da sagst du so, lass uns zusammen eine Band gründen. Das war schon ein bisschen unheimlich. Tut mir leid, aber wenn ich dich damals nicht getroffen hätte, wäre ich nicht heute hier, Perla. Oh, das ist so herzallerliebst irgendwo. Oh, und einmal hast du mir einen Song mitgebracht, den du ganz allein geschrieben hast. Ich hatte die Datei noch irgendwo. Momentchen. Zack. Musikdatei. Ebb and Flow Demo. Fresh. Wirklich. .frsh. Fresh. Voll gut. Oh, voll gut. Ist es eine Dauerschleife? Kann nicht sein. Oh, Alter, voll gut. Voll gut. Jetzt kann der Silver Gunner nicht mehr hochladen, von wegen Demo-Version, weil es gibt eine offizielle Demo-Version von dem Song. What? Lächerlich. Voll gut. Das habe ich ewig hier nicht mehr gehört. Die Demo-Version von Ebb and Flow. Wie mache ich Fragezeichen? Oh. Oh, wir haben Opi ganz vergessen. Das Fragezeichen sollte unten rechts auf dem Keyboard sein. Probier's mal aus. Stichwort Keyboard. Du hast diese Demo auf einem halb verranzten Keyboard eingespielt.
Aber ich habe direkt gemerkt, dass da ein paar gute Hooklines drin waren. Ich bin dir auf ewig dankbar. Ich bin dir auf ewig dankbar. Oh nein, Toy Story. Ah. dass du mich dein Studio bei dir zu Hause hast benutzen lassen. Ah. Das scheint auch gar nichts. Wir sprechen nur darüber, wie wir gleich gewusst haben, dass der Song ein Hit ist, Opi. Also echt mal. Ich glaube, er übt nur gerade seine Fragezeichen. Oh, mein Fehler. Ich weiß auch, dass ich, als ich dich das erste Mal... Was? Ich weiß auch, als ich das erste Mal rappen gehört habe... Was? Moment. Ich weiß auch, als ich dich das erste Mal rappen... Hab rappen hören. So rum ist es raus, ja. Wahnsinn. Die Reime kamen ganz locker im Offbeat. Und die Triloden... Alter, ich kenne nichts mit Musik irgendwo, ja. Offbeat kenne ich irgendwo halbwegs. Keyboard, Hooklines kenne ich auch, klar. Aber Triloden? Triolen. Das klingt schon besser. Triolen. Nicht Triolen. Die Triolen haben sich so lässig eingefügt. Ah. Hä, was? Keine Ahnung, was du meinst. Ich lasse mich einfach mal im Flow tragen. Hä? Sie ist der DJ und ich rappe Opi. Das ist doch nicht so schwer. Ich glaube, er ebbt immer noch. Diese Chats werden immer länger und länger, aber das ist echt interessant, was dabei rumkommt. Backstory. Ich liebe Backstory. Ihr wisst das. Ich liebe Backstories. So, holen wir uns das. Wer hat das geschrieben? Das einengehende Dingsbums. Leck mich am Arsch. Platoon 2 Octo Expansion. Let's go. Holen wir das Ding.